Wir sind wieder zurück bei Let's Play GTA 4 und wir müssen in dieser Folge einen Kontaktmann von Vlad töten. Wir spielen quasi Auftragsmörder für Vlad, oder Vlad besser gesagt. Und wir müssen jetzt einen Typen namens Ivan töten. Ich bin sehr, sehr gespannt, huch, was das wird. Und naja, eigentlich will Nico kein Auftragskiller sein, aber der Typ, der möchte doch ganz gerne den guten Cousin von Nico, also Roman, bedrohen. Beziehungsweise ihm einige Dinge entledigen und da vorne ist er. Auf der Flucht. Oh mein Gott. Ich glaube, der hat tatsächlich Roman Sachen geklaut. Ja. Springen wir halt vors Auto, weißt du? Ja, wer bremst, verliert, Mann. Ich bremse gar nicht. Well, sollen wir den abknallen oder was sollen wir machen? Aus dem Weg, Mann! Okay, der ist die Seitenstraße hier reingefahren. Da vorne ist er. Was der für ein Scheiß zusammenfährt, ne? Das können wir auch. Okay, das klappt, alles gut. Entschuldigung. Entschuldigung, Herrschaften. Ja, was sollen wir mit Ivan jetzt machen? Der ist auf der Flucht, wir müssen hinterher, aber töten sollen wir ihn nicht, oder was? Alter, jetzt auf einmal fahren hier so viele LKWs. Ist auf die Baustelle geflohen, ihm nach? Warum können wir den denn nicht einfach abknallen? Ich hätte gerade die Möglichkeit dazu gehabt. So, Nico erstmal ganz chillig am Hochkrabbeln hier. Scheiß doch drauf, dass der Typ auf der Flucht ist. Huch. Ah ja, hier, A drücken, um schneller auf einer Leiter zu klettern. Alles klar. Ja, Nico, ne? Ach Mann, bleib doch stehen, Junge. Ist doch sinnlos, dieses Flüchten. Er ist aber doch relativ zügig unterwegs, der gute Ivan, ne? Okay, wir müssen darüber hüppen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja doch, die Richtung ist richtig und... Puh. Ich komme, Ivan, ich komme. Oh. Achso, ich dachte, er wäre irgendwo runtergefallen gerade. Was macht er denn so einen Aufstand? Dickhead. Hi, hat Schwanz gesagt. Hi. Auch da oben. Ach, Ivan. Scheiße. Alter. Oh nein. Kann ich das nochmal... Kann ich die wiederholen? Ah, okay, ich kann die Mission wiederholen. Sehr gut. Fuck, Mann. Okay, jetzt muss ich da nochmal hinfahren. Ach, so ein Piss aber auch, ey. Naja. Okay, das ist natürlich krass. Es gibt keine Checkpoints während den Missionen. Das ist verdammt hart. Aber gut, wir wissen ja jetzt, dass er eh zur Baustelle fährt. Also alles easy. Da vorne ist er. Hallo, Ivan. So, wie gesagt, wir fahren dem ganz gemütlich hinterher, weil... Ich dachte echt, ich muss da runterspringen. Das sah so aus im ersten Moment. Tolle Kackwurste. Ah. Aber müssen, was machen wir? Da stand, wir sollen entscheiden über sein Schicksal. Was machen wir denn? Ich glaube, wir werden Ivan töten. Wann war das denn? Ja, bieg halt ab. Pisser. Alter. Das hat beim ersten Mal irgendwie alles besser funktioniert. Oh, ich muss hier rein. So. Genau, das weiß ich noch. Hier dann lang. Natürlich, die LKWs stehen hier wieder. So.
ganz gemütlich einparken hier. Ja, ja, Ivan. Wir setzen deinem Leid gleich ein Ende, kein Problem. Das machen wir auch alles vollkommen kostenfrei. Ja, ja. Versuch dich gar nicht erst zu verteidigen. Es hat keinen Sinn, Mann. Lalala. Ivan. We're coming. So, hier die Leiter hoch. Zack. Das hat doch schon eine coole Aussicht hier oben, ne? Das sieht schon ganz smooth aus. Ja! Boah. Puh. That was fucking knapp. Hui. Sehr gut. Und auch hier drüber. Schwupps, als ob wir das nicht wüssten. Und hups. Und hups. So, diesmal nicht hinterher springen, beziehungsweise über ihn drüber. Wie blöd kann man denn auch sein, Alter? Wenn das Symbol eines Gegners blau und rot blinkt, hast du die Wahl, ihn entweder auszuschalten oder am Leben zu lassen. Deine Entscheidung kann Konsequenzen nach sich ziehen. Hm. Drücke, um Ivan hochzuhelfen, oder... I wasn't stealing nothing from your cousin's place. No one's going to know that I'm alive, not even my mother. I'll stay out of Hove Beach. I'll be a ghost. I promise. Please. Vlad told me to go there. Let me go and I'll lay low. Ach, na gut, komm. Weiß ich nicht. You're dead. You can't be all bad. Stay out of Hove Beach. Thank you. You won't regret this, man. I am out of here. Wanted to live anyway, get away from all these people from back home, get into the real America. You never gonna see me around here again. I owe you my life, man. You're a good man. You're a good man. Thank you. Ja, eigentlich hätten wir ihn ja nicht gehen lassen dürfen. Aber ganz ehrlich, wenn er hier wegbleibt, dann wird Vlad das hoffentlich nie erfahren, dass er noch lebt. Und jetzt rufen wir ihn erstmal an und sagen, dass es erledigt ist. You won't be seeing your boyfriend Ivan no more. Oh, are you going to miss him? No, I'm not. I'm getting enough pussy at the moment. I tell you, it's so much better if women already have a man. Because you don't have to deal with all this shit all day. Take Mallory, for example. Fuck you! You say this to my face and I will break you! So, dann springen wir mal hier runter. Super, die Mission haben wir auch erledigt. Hui! Und jetzt hat der gute Roman mal wieder eine Mission für uns. Wie gesagt, Nebenaktivitäten sind noch relativ mau. Ja, das heißt, so viel gibt es jetzt hier leider noch nicht zu tun. Und deshalb müssen wir im Moment noch auf die ganze Mission zurückgreifen. Wir brauchen erstmal ein Auto, Freunde. Haben wir denn hier ein gescheites Auto? Alter, was ein hohes Haus hier. Guck mal, krass. So, ich brauche ein Auto. Hallo, habt ihr ein Auto für mich? Oh, das sieht doch schön aus hier. Guck mal, das nehme ich. Ja, mit dem Auto, Alter. Dankeschön. Na, jetzt ist es mein Car. Piss dich. You're welcome. Welcome to America. Ach, guck mal, der hat einen Deutsch. Der hat einen männlichen Ansager für seinen Dingens. Für seinen Navi. Finde ich auch nicht schlecht. Kann man das in Optionen? Kann man das da einstellen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, die ganzen Radiosender sprechen mich alle null an. Keine Ahnung. Ja, das hört sich schon nicht schlecht an, aber... So. Sorry. So, turn wir mal right. Das ist voll die Bonsenkarre irgendwie, ne? Getönte Scheiben. Sechs Scheiben insgesamt, also drei auf jeder Seite. Ist voll krass. So, wir haben arrived. Und absolvieren Sie die Mission, Uncle Vlad. Hey, what's wrong? Hey, cousin. Bullshit. What's bullshit? Mallory. Oh, what about her? I like her. I really like her. But you keep messing around with other women. Yeah. No, I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah.
You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? I didn't... You didn't say anything? I didn't know. You're an asshole, Nico Bellic! A disloyal user! After what I did for you, you dick! You fucking dick! I'm sorry! Screw you! All right, so you want me to deal with it right now? No. Sit down. No! I'm not going to stand here and have you call me disloyal. You might let some Russian asswipe bang your woman, but I won't. But you fucking did! That was before I knew you cared! You always were a hypocrite. Nico, wait! Don't do anything stupid! Wait for me! Oh oh. Geh mit Roman in die Comrades Bar und suche Vlad. Ich glaube, das gibt gleich ein bisschen Ärger. Das richtige Auto dafür haben wir ja schon. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh, don't. Watch. Fat, hairy, sweaty back going up and down. I can't take it. How could she do this? I knew you cared. I have to do this. Ja, ist jetzt nicht so eine geile Vorstellung. Hier ist die Comrades Bar. So, ich parke einfach mal hier auf unserem Parkplatz. Und dann gehen wir doch mal gucken, wo der gute Vlad ist. Au! Hallo, ich drehe hier voll die epische Szene, Mann. Du fährst mich über den Haufen. Ist das dein Ernst? Pisser? Kann ich ihm gegen das Auto treten? Hä? Du kleines Opfer? Geht nicht, ne? Schade. Okay. So. Vlad, wir kommen. Oh oh. Keep it right. Anyway, я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? Картошка! Bloody boy! I'd like a word with you. What are you doing here? Did I summon you? Boy, I told you to stay away from Mallory. Go away! And now Roman is upset. Oh, Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear that voice? Yeah. Now, get them out of here. Come on, come on. Get back outside, Roman. Oh-oh. Nein. Okay, Barschlägerei, Mann. Ich hab vergessen, wie man blockt. Nein, Hilfe! Hilfe! Ich hörte euch jetzt mal, ihr Pisser. Ich darf Vlad nicht entkommen lassen. Nein, scheiße, Mann. Wo ist der hin? Nein, Mann! Na toll, ich mit meinem Landstalker hier, oder was? Das kannst du doch knicken, Mann. Ja, vergiss es, der ist schon über alle Berge. Ach du Scheiße. I'm not walking away until this thing is finished. It is finished. He's running. We won't see him again. He'll come back. The only thing that will hold him down is 6 feet of dirt. Forget about Mallory. Plans change and, you know, when Vlad is done with her... Grow a fucking spine. You think Vlad won't come after us when I am chasing him like this? I have to end it. Here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck! Okay, Vlad ist... Wir haben halt komplett das falsche Auto für so eine Verfolgungsjagd einfach, ne? Das ist extrem scheiße. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, fahr mir halt ins Auto, du Pisser. Unfassbar, ey. Okay, auf einer Geraden könnten wir vielleicht ein bisschen aufholen, aber... eher nicht. Hat er einen Unfall gebaut und versucht, zu Fuß zu fliegen, war das? So. Vlad, du Pisser. Nein, ich hab die Sequenz weggedrückt. You are dead man.
Du bist ein toter Mann. He will get revenge. You are nothing in this city. You will be crushed. You've killed yourself and your cousin Yokel. You are dead man. Mikhail Faust thought of me as a brother. He will get revenge. You are nothing in this city. You will be crushed. Ich glaube nicht. Hoff Beach is a small place. My friends will find you. You were the stupid one, Vladdy boy. Nobody fucks with my family. Oh, 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 alter Schwede. Ah, you're a big boy, Vladdy. Nico! Well, I guess this is over. What have you done? Who does it look like? We're dead! No, he's dead. We're fine. He has powerful friends. Serious people. I told you to be calm! You halted the jump! I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! When I was in the army, we were going on a mission. To ambush a squad would kill a lot of innocent people. They were our enemies. But we never did it. There were 15 of us, all boys from the village. But one of us betrayed the group. It was a setup. For money. 12 people died, 3 escaped. I know the traitor was not me. So for 10 years, I've been searching for the other two. One of them lives here. Why are you telling me this now? Do you always get sentimental after you kill people? You kept asking. Wonderful! You're here on some revenge mission for something that happened 10 years ago, and you don't care whose life you ruin anyway! No! Well, what? I don't know. I just want to know why they did it. Right now, I don't think you're going to find out. Let's hide the body, at least for a while. Put him in the river. We feel fast and he's going to kill us. Shit. We should get out of here. You go. I'll catch up with you later. Alter Schwede. Manchmal öffnen sich bestimmte Szenarien schneller, wenn du einen Bekannten anrufst und fragst, was er macht, anstatt zu warten, bis du angerufen wirst. Du kannst versuchen, Roman anzurufen. Okay, machen wir direkt mal. Hallo Roman. Was? Habe ich jetzt... Ich habe das Richtige gemacht. Telefonbuch, Roman, anrufen. Nico! Nico, are you there, cousin? Roman, I'm here. What are you doing? Why do you whisper? I am on Tesla Street, near Perestroika. Come, Nico, quick! Okay, wir sollen zu Roman kommen. Und liebe Freunde, genau das werden wir tun in der nächsten Folge von Let's Play GTA 4. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein! Ja, ziemlich krass. Da haben wir in der letzten Folge noch Missionen für den guten Vlad gemacht und jetzt in dieser Folge ist er schon wieder tot. Das ging ja wie am Schnürchen hier, ist ja unfassbar. Wir müssen in der nächsten Folge in die Tuzla Street. Da befindet sich nämlich der gute Roman. Und ich bin sehr gespannt, was der gute Roman da schon wieder angestellt hat, was da schon wieder los ist. Wir werden es erfahren gemeinsam in der nächsten Folge von GTA 4. Bis dahin.